Herzlich willkommen zum D-Commerce Interview Vlog und Podcast. Herzlich willkommen heute, Tobias Strehle, Head of Sellers Germany von Manu Manu. Ist das noch richtig? Du hast mir vorhin gesagt, ich hätte noch die falsche Visitenkarte. Wir haben uns nämlich auf dem Multichannel Day in Köln kennengelernt. Herzlich willkommen, Tobias. Danke dir, Dietmar. Ja, es ist nicht ganz richtig. Ich habe mittlerweile auch die UK mit übernommen. Deswegen heißt es mittlerweile Head of Sellers Partnership Northern Europe. Ich mache jetzt bei Manu Manu seit dem 1.6.2022 alle Seller-Partnerschaften für Deutschland und jetzt seit 3 Monaten auch für die UK. Und lass doch mal direkt mal reinstarten. Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Karriere und Hintergrund. Also so, was hast du vor Manu Manu gemacht und wie bist du denn zu Manu Manu gekommen? Vor Manu Manu war ich bei einer Tochtergesellschaft von Amazon, einem Marktplatz für gebrauchte Bücher und Sammlerstücke. Hm. Ape Books heißen die. Habe da das europäische Sales und Account Management betreut. Und davor war ich tatsächlich in der Markenwelt unterwegs, war bei Zwilling und habe da verschiedene Sales-Rollen begleitet und ganz davor Industrie, aber das ist, glaube ich, nicht mehr so spannend. Zu Manu Manu bin ich gekommen, weil ich tatsächlich selber passionierter Heimwerker bin und ein Angebot gekriegt habe, das ich nicht abschlagen konnte, und zwar Marktplatz, was ich total spannend finde, und dann noch die Chance, regelmäßig auf Messen zu gehen, wo ich die neuesten Werkzeuge und so weiter in die Hand nehmen kann und sozusagen den Spaß an der Arbeit und den Spaß an meinem Hobby noch zu verbinden. Ja, da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Ist ja auch mein Hobby, aber kommen wir da gleich mal zu. Erzähl doch mal erstmal, Manu Manu ist in Deutschland irgendwie noch relativ neu, aber eingeschlagen wie eine Bombe. Also dafür, dass ihr noch nicht so lange, also zumindest auf meinem Radar seid, seid ihr schon ganz gut verbreitet. Kannst du so ein bisschen so erzählen, was sind so die Vision von Manu Manu? Wie unterscheidet ihr euch von den anderen Marktplätzen? Das ist ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Also Manu Manu gibt es tatsächlich schon so ein bisschen länger in Deutschland. Wir sind 2018 in Deutschland live gegangen. Mhm. In Summe ist Manu Manu aber schon 10 Jahre alt. Ein Unternehmen, das in Frankreich gegründet wurde von Philippe Chanville und Christian Resson. Wir sind mittlerweile in 5 Ländern in Europa unterwegs. Neben Frankreich und Deutschland auch in der UK, wie gerade erwähnt, Italien und Spanien. Und decken auch den Markt in Belgien mit ab. Haben parallel Lager, wo wir unseren Händlern auch anbieten, Fulfillment Services zu nutzen. Die sind in Italien, Spanien und Frankreich. Mit denen decken wir den kompletten kontinentaleuropäischen Markt ab. Habt ihr da auch schon was in Deutschland? In Deutschland haben wir kein Lager, aber du kannst aus allen 3 Lagern nach Deutschland verschicken. Das heißt, wir können auch Deutschland komplett mitbedienen. Genau. Und was tun wir? Wir sind, ich sag mal, der größte europäische vertikale Marktplatz für DIY und Home Improvement, mit sowohl B2B als auch B2C Marktplätzen, die voneinander getrennt sind, haben aber originär im B2C-Bereich angefangen und sind da auch groß geworden. Vielleicht so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. 2021 war die letzte Bewertungsrunde, deswegen sind da auch die letzten Zahlen. Wir haben 2021 1,2 Milliarden Umsatz gemacht, sind mit 2,6 Milliarden damals bewertet worden. Roundabout 900 bis 1000 Mitarbeiter aktuell, verteilt auf Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland und Großbritannien, quasi auf unsere Märkte. Und sind tatsächlich auch weiterhin stark am Angreifen in Deutschland, weil wir sehen, dass Deutschland halt auch mit einer der wichtigsten DIY- und Online-Märkte in Europa ist. Ist es nicht sogar der wichtigste Markt? Ich habe immer Deutschland, was DIY angeht, so, also Deutschland, USA und Japan und dann der Rest der Welt. Ist das so, oder ist meine Wahrnehmung falsch? Nee, da hast du tatsächlich recht. Ne? Also wir kommen aus Frankreich, deswegen ist für uns Deutschland natürlich sozusagen der wichtigste Markt nach Frankreich. Da sind wir sehr, sehr etabliert. Mhm. Wir haben da eine Markenbekanntheit von 67%. Kennen da Manu Manu, kaufen da auch ein. Das heißt, da sind wir der Platzhirsch, in Deutschland sind wir der Angreifer, das wissen wir auch, aber sind sehr, sehr erfolgreich, wachsen seit mehreren Jahren immer im zweistelligen Bereich, hier over hier. Wobei auch natürlich, ich sag mal, das letzte Jahr im DIY-Business nicht spurlos an uns vorübergegangen sind, wo wir eine Verlangsamung in Summe gesehen haben.
Ich meine, trotzdem, es hat sich aber auch während des Lockdowns hat sich aber auch jeder eine Kreissäge gekauft, der noch nie eine hatte. Ich meine, oder? Ja, in der Tat. Wobei die Baumärkte ja offen waren. Das war ja nicht das Problem, was zu bekommen. Aber natürlich ist die Digitalisierung da extrem vorangeschritten in der Zeit. Ne? Das war ein sehr großer Booster, weil auch jeder sein Zuhause quasi hübsch gemacht hat. Und da merken wir jetzt auch eine Veränderung. Also tatsächlich, dass das weggeht von hübsch hin zu notwendig und sinnvoll. Also ich sag mal, weg von, sag mal, ich brauche eine neue Couch in den Garten, hin zu, was kann ich denn tun, um beispielsweise energetische Sanierung in meinem Haus voranzutreiben. Guck mal, da bin ich ja guter Vorreiter. Ich habe vor 2 Jahren bei Manu Manu tatsächlich eine Klimaanlage gekauft, die ich komplett über Solarstrom betreibe. So. Hervorragend, guck mal, das steht bei mir noch an. Ja, hab ich ein Schnäppchen gefunden. Das Jahr 2023 steht ja so ein bisschen unter dem Rahmen, unter dem großen Motto KI. Was kann da passieren? Habt ihr schon irgendwelche KI-Techniken oder sowas oder Suchalgorithmen oder Unterstützung? Plant ihr da gerade was? Wie innovativ seid ihr da unterwegs? Oder seid ihr da noch abwartend? Nee, also wir nutzen natürlich KI schon bei Manu Manu relativ lange. Es gibt Teile, über die sprechen wir, Teile, über die sprechen wir nicht. Wir haben natürlich auch einen eigenen Algorithmus für unsere Seite. Aber wo wir. Mich würde dir der Teil interessieren, über den du nicht unbedingt sprechen willst. Ja, das ist natürlich schwierig. Nee, aber was wir nutzen, ist beispielsweise, also Produktbeschreibungen säubern, korrigieren. Wir nutzen das, um Inspirationsbilder zu machen, dann Bildgenerierung. Also all solche Dinge. Das können Kunden auch schon nutzen oder nutzt ihr das erstmal? Das nutzen wir erstmal. Wir haben aber parallel natürlich weitere Projekte am Laufen und auch intern nutzen wir die KI-Tools natürlich intensiv und testen da. Aber weitere Themen muss ich dann nochmal vielleicht auf das nächste Gespräch verweisen. Okay. Du hattest es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, dass sich ja nach dem Lockdown und diesem euphorischen 2021 in der Zeit davor ein bisschen was verändert hast. Mit welchen Herausforderungen siehst du dich so ein bisschen so in der E-Commerce-Landschaft jetzt als Manu Manu? Wie siehst du das gerade? Ist das eher schwierig oder sagst, naja, der Oktober war noch verhalten, aber November zieht jetzt gerade alles an oder ist noch viel abwartend? Wie ist dein Eindruck gerade? Also in Summe ist natürlich das Jahr 2023 kein einfaches gewesen. Wenn man sich auch die DIY-Gartenentwicklungen anguckt, ist es eher ein Jahr, das stagniert. Ich weiß auch, dass Wettbewerber von uns negative Zahlen vermeldet haben. Und wir merken natürlich auch eine Verlangsamung in Summe. Mhm. Nichtsdestotrotz ist gerade das Q4 bei uns ganz gut angelaufen und wir sind da eigentlich sehr zufrieden. Von dem her, da bin ich ganz hoffnungsfroh, auch was das nächste Jahr angeht. Das ist auch so ein bisschen in line mit den Prognosen, die ich über die letzten Jahre so gesehen habe, dass der größte Dip 2023 ist und ab 2024 das Wachstum wiederkommen soll. Das zeigt sich ja auch, nachdem unsere Wettbewerber jetzt langsam auch mit den Hufen scharren und kommen. Bauhaus und Hornbach, die ja jetzt auch live langsam gehen mit Marktplätzen. Ja, so langsam. Und die haben auch komische Technologien und Obi auch und hier und da. Aber es ist alles noch so ein bisschen, die scharren alle, aber ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube aber auch, dass wir Anfang 2024 noch einmal einen kleinen Dip haben und dass es dann erst losgeht. Also ich glaube, das ist noch nicht ganz vorbei, weil noch so ein paar irre Kriegshelden hier in der Welt rumrennen, die da reagiert leider der Markt doch immer noch ein bisschen drauf. Wie siehst du denn die Zukunft denn trotzdem so? Gibt es schon Trends, die sich abzeichnen, so ein bisschen so auch im DIY-Markt? Dass du sagen kannst, das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren jetzt abgesehen von Corona auch nochmal verändert. Also hinzu, sind die Sachen technischer geworden oder eher, das hast du gerade schon ein bisschen angedeutet, weg von Schönmachen jetzt hin zu praktischen Sachen? Also, kann man da was sehen? Ja, also definitiv. Also das Thema ist natürlich erstens hin zu, ich sag mal, energetischer Sanierung, großes Thema. Solarpaneele waren lange Zeit ein Topseller bei uns. Alternative Energien, also alles, was man da machen kann, ist natürlich ein großes Thema. Ich sag mal auch in Summe das Thema Nachhaltigkeit in allen Facetten ist wichtig. Da kommen dann Themen wie Wassersparen im Sommer.
oder auch, ich sag mal, alternative Heizung nochmal auf. Also das sind alles Themen, die kommen und die wir immer mehr feststellen. Ne? Also auf der anderen Seite sehen wir halt auch, dass unsere Kunden trotzdem, dass sie sozusagen sehr E-Commerce-affin sind, weiterhin auf eine Beratung Wert legen. Und das ist so einer der Punkte, wo wir auch als ManoMano, glaube ich, noch einen kleinen Vorteil haben. Wir nutzen ja die Mano Advisors, die wir auf unserer Seite integriert haben, als Support. Das ist ja so wie der Baumarktmitarbeiter, den du sonst immer suchst. Ja? Den haben wir bei uns aber immer griffbereit. Das heißt, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich jetzt eine neue Badheizung benötige und nicht weiß, wie groß brauche ich die, welche Heizleistung soll ich haben und welches Modell ist denn für mich das Sinnvollste, dann gehe ich zu den Mano Advisern, sage denen, guck mal, mein Bad hat irgendwie, keine Ahnung, 5 Quadratmeter oder 10. Ich will das und das aussehen und dann suchen die für mich schon mal die richtigen Modelle raus und zeigen die mir und beschreiben auch, welche Heizleistung ich brauche, um den Raum auch warm zu kriegen. Ne? Also das heißt, wir haben da tatsächlich qualifizierte Leute, die auch unterstützen. Diese Beratung oder? Das kostet nichts, das gehört quasi zu unserem Service mit dazu. Und empfiehlt ihr dann auch direkt Produkte oder sagt ihr nur allgemein, also gibt es die Empfehlung dann für, du musst jetzt von idealerweise für deinen Zweck ist das Danfoss Ventil 52 das Richtige? Oder sagt ihr, hey, du brauchst grundsätzlich Ventile, die irgendwie, keine Ahnung, die Temperatur regeln, was auch immer, und ihr sagt eine Kategorie? Oder wie genau ist das dann, die Beratung? Also das geht von, ich sag mal, einem generellen hin zu, wenn du es möchtest, bis hin zu konkreten Produktvorschlägen. Also es kann sozusagen eine allgemeine Info sein, du brauchst eine Heizleistung von x kW pro Kubikmeter bis hin zu, guck dir mal diese 4 Modelle an, die ich in deinen Warenkorb gelegt habe, und du kannst dann das eine auswählen. So ein Service bietet kein anderer der Mitbewerber in Deutschland, oder? Gibt's doch jemanden, das wüsste ich nicht, dass jemand sowas hat. Das ist tatsächlich auch einer der Kriterien, die mich also damals zum... Ich kenne Shops. Also die jetzt kein Marktplatz sind, die das für Bad oder so anbieten, aber als Marktplatz kannte ich das so tatsächlich auch noch nicht. Das ist ja, der hebt ihr euch ja schon dementsprechend ab. Wie weit seid ihr denn eingeschränkt mit ManoMano? Soll das noch wachsen, der Bereich, oder habt ihr gesagt, wir sind der Spezialist für genau diesen Bereich? Du sprichst DIY jetzt von den Kategorien. Garten, Home und sowas, ist das euer Bereich oder geht das dann auch irgendwann mal darin, dass ihr Spielzeug größer machen wollt oder ich weiß es nicht, was sonst noch alles an Rubriken gibt? Bis dato wollen wir weiterhin den DIY und Home Improvement Markt fokussieren, in der Tat. Da sind wir gut, da kommen wir her, da kennen wir uns aus und da aber die weiteren, ich sag mal, Wachstumspfade nutzen. Also B2B ist einer davon, den wir noch stärker pushen wollen, und der Markt ist groß genug für alle. Also in Summe gehen wir von zwischen 600 und 800 Milliarden Volumen in Europa aus, und davon sind gerade mal so 10, maximal 15%, je nachdem, wo du hinguckst, digitalisiert. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Was ist denn so deine wertvollste Lektion, die du gelernt hast in den Monaten jetzt bei ManoMano? Oder ist ja schon Jahre. Oh, ja, eher 1,5 Jahre. Was ist die wertvollste Lektion, die ich gelernt habe? Ich glaube, die wertvollste Lektion, die ich gelernt habe im Marktplatz-Business, ist tatsächlich, dass der persönliche Kontakt immer noch zählt. Zahlen, Daten, Fakten sind extrem wichtig, aber der persönliche Kontakt und auch, ich sag mal, persönliches Management und persönlicher Support machen den großen Unterschied, um auch gemeinsam weiterhin erfolgreich zu sein. Also das ist auch so, wie wir mit unseren Händlern umgehen. Wir sehen uns ja als selektiver Marktplatz. Das heißt, wir wählen die Händler aus, die zu uns kommen. Und da setzen wir natürlich sehr stark auf einen partnerschaftlichen Approach. Du hast gerade Händler gesagt. Habt ihr auch Hersteller oder seid ihr rein auf Händler? Wir haben Hersteller, die bei uns aber Händler sind. Also wir sind ein purer Marktplatz. Na, verstehe. Ja, wir haben kein Vendorenmodell wie große Wettbewerber mit A, sondern sind ein reiner Marktplatz, und das ist auch bewusst so gewählt, um nicht in die Konkurrenz mit unseren Händlern zu treten. Ja, finde ich erstmal eine gute Entscheidung dann in dem Bereich. Welchen Rat kannst du denn eventuell Unternehmen, die sagen, wir haben bislang einen Shop, wir sind noch nicht auf Marktplätzen unterwegs, sind aber in eurem Bereich, wollen da wachsen, was würdest du denen für einen Rat geben? Einfach ausprobieren und machen. Tatsächlich gerne bei uns
sich bewerben, mit uns sprechen und dann mal den ersten Testlauf machen. Wovon ich immer abrate bei den Testläufen, ist immer dieses, wir probieren mal mit 10% unseres Inventars und ganz vorsichtig. Also wenn, dann richtig testen und Vollgas, weil dann sieht man auch, wie groß der Hebel ist und nicht immer dieses Stück für Stück rantasten, was oftmals ja so, ich sag mal, der Approach ist, der vor allem auch, den ich vor allem in Deutschland kenne. Den ich in Frankreich, Italien oder Spanien beispielsweise oder UK gar nicht sehe, die da wesentlich aktiver sind. Was ist euer Argument? Sagt ihr im Endeffekt, die Algorithmen müssen auch erstmal, ne, die Masse macht sozusagen, du bist nur dann sichtbar, wenn sozusagen auch mehrere Verkäufe da sind oder was ist das Argument dafür, vernünftig zu starten? Also natürlich, die Algorithmen müssen dich erstmal aufpicken und dann müssen wir auch noch erstmal gucken, was überhaupt richtig gut funktioniert. Ja? Es kann ja durchaus sein, dass innerhalb vom Sortiment von einem Händler Artikel extrem gut bepreist sind, dass er vielleicht selber noch gar nicht auf dem Radar hat. Ja? Also da geht es ja auch um das Thema Konkurrenz, wie ranke ich gegenüber den Mitbewerbern. Und das kann man natürlich nur rausfinden, wenn man mit allen Artikeln Vollgas auf den Marktplatz geht und nicht irgendwie vielleicht mit 10% und hinterher dann denkt, das hat nicht funktioniert. Kann ich gut nachvollziehen. Wie schnell kann man denn verkaufen und erfolgreich werden auf eurem Marktplatz? Also ich hab meine Produkte gelistet, bin ich dann sozusagen von den Algorithmen nochmal hinten. Irgendwie bei eBay muss ich mir das erkämpfen, dass ich verkaufen kann. Bei Amazon habe ich am Anfang sogar eine super Startchance, kann sofort sozusagen am Tag 1 verkaufen. Wo seid ihr da? Ab wann kriege ich eine Rückinformation, wenn ich jetzt gelistet bin und bin bei euch auf dem Marktplatz? Ab wann kann ich damit rechnen, dass es interessant wird? Also aktueller Fall, gerade im Hintergrund noch im Kopf, weil vor 2 Wochen gestartet, Händler, der jetzt bei Black Friday Vollgas mitgestartet ist und am 13. quasi bei uns live gegangen ist und jetzt schon wirklich riesen Umsätze macht, aber der halt auch wirklich mit den Vollen reingegangen ist. Ja? Also das geht sehr, sehr schnell. Natürlich kann man da zusätzliche Hebel ziehen bei uns. Wir bieten wie alle Sponsored Products, Sponsored Brands und so weiter und so fort an. Aber ich glaube, wichtig ist wirklich ordentliche Listings, die Preise glatt ziehen, ja, auch zu gucken, wie stehe ich gegenüber der Konkurrenz. Da bieten wir tatsächlich mit unseren Account Managern und Business Developern auch ein Coaching an, wo wir sagen, guck mal, in dem Bereich solltest du noch ein bisschen was drehen. Mhm. Da bieten wir Zahlen, Daten, Fakten an. Und dann sollte das eigentlich relativ schnell gehen. Tobias, die Zeit vergeht fast wie im Fluge. Ich möchte dich aber noch nicht entlasten, ohne dir die Chance zu geben, nochmal zu erzählen, was so für spannende Projekte und Entwicklungen wir von Manu Manu so in der Zukunft erwarten können. Also vielleicht mal erstes Thema, was wir im September gelauncht haben, noch so ein bisschen unter Radar, aber was mehr und mehr Bedeutung gewinnt, Second Life. Wir haben tatsächlich jetzt Artikel live zum Verkauf, die gebraucht, die aber auch never used oder refurbished sind, von ausgewählten Partnern. Das Thema wollen wir stärker ausbauen in 2024, aber noch viel mehr das ganze Thema B2B. Also da sind wir jetzt nach einem Jahr in Deutschland sehr happy mit den Resultaten. Wir haben mittlerweile einen zweistelligen Umsatzanteil in Deutschland. Das ist schon mal super. In Frankreich sind wir da noch wesentlich stärker unterwegs. Da macht es ungefähr ein Viertel unseres Umsatzes aus. In die Richtung zielen wir natürlich auch. Und da gibt es sehr, sehr viele Neuerungen. Second Life werden wir da auch einführen. Mhm. Wir haben jetzt gerade erst neu gelauncht das Thema Loyalty Program. Das heißt, wenn man sich dann als Profi bei uns registriert, gibt es dann Kickback, also ab 2% aufwärts von den ersten Einkäufen. Also das ist nochmal so ein Thema, wo wir nochmal richtig Gas geben werden und dann nochmal zusätzliche Seller und aber auch Kunden akquirieren wollen. Super spannend. Also hat mich sehr gefreut zu sehen. Also ich halte auch Manu so aus meiner Wahrnehmung her als immer noch underrated, obwohl ihr schon immer weiter nach vorne kommt. Ne? Und ich wünsche euch da auf jeden Fall alles Gute, dass ihr da weiter nach vorne kommt und bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, Tobias. Ja, sehr gerne. Und vielleicht dann das nächste Mal wieder auf der nächsten Messe live in den Farben.
Bestimmt. Ciao. Ich freue mich, Dietmar. Ciao. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer D-Commerce-Blog.